sieht richtig herrlich aus. Wo jetzt der Weg geht, ob der so geht oder so. Ja, das ist die große, große Frage. Wenn jetzt muss ich halt umdrehen, aber ich glaube, der geht anders da. Jetzt schauen wir mal noch ein paar Meter hier entlang. Also ich denke mal, da geht es nicht. Wir müssen nach vorne weitergehen. Da entlang. Da sind mal jetzt ein paar Leute gehen. Also wir gehen da entlang. Und da wissen wir es. Ja, es ist irgendwie blöd, wenn die Tafeln, falls da welche wären, dann also entweder durch irgendein Unwetter irgendwie verschwinden oder wenn vielleicht ja welche meinen, sie müssen es als Souvenir mitnehmen oder welche wohin schmeißen. Das irritiert jetzt ein bisschen hier der Lichter hin. So, wie man sieht, da war da mal eine Tafel dran und ist halt das ist halt blöd. Servus. Danke dir. Servus. Servus. Dankeschön. Bitteschön.
Ab oder Ziegen. Code sieht man jetzt hier. Eine Wegmarkierung. Da bin ich schon mal besetzt. Ja, und hier haben wir, wie wir sehen, jetzt schon mal ein Bankerl zum Ausruhen. Es war schon alt, aber ist sicherlich noch voll funktionsfähig. Aber ich denke, man sollte noch aufpassen, dass man kein Skifahren und sein Allerwertes nachher hat, weil das sicherlich nicht fein ist. Herrliche Aussicht und da hinten, jetzt in der Richtung da oben, so her, da geht jetzt der Weg rauf zu Innsbrucker hin. Kann man da entlang gehen. Thank you.
Wahnsinn. Steileres Stück, was dann runtergeht. Ja, da sollte man gut auf seine Knie aufpassen, weil es jetzt ziemlich in die Knie geht. Ich habe jetzt zwar keine Stöcken, weil ich konnte jetzt keine Stöcken nehmen. Durch die Kamera. Und auf dem Kopf ist es nicht so gut. So her. So, ich bin halt so.